Und wie sieht's hier aus? Da muss doch das kleine Loch da gefüllt werden. Ja, füll das Loch. Perfekt. Können wir das hier nämlich alles füllen und da sind wir hier erstmal fertig. Können hier weitermachen. Arbeiten wir uns dann wieder in die Richtung zurück. Die ersten Blöcke werden abgetragen. Also richtig abgetragen. Man sieht schon hier die Lücke. Sehr schön. Nicht mal mehr ein Viertel bis zum nächsten. Ach, ich bin zu doof zum Rechnen. Die Hälfte sind 100, 1250. 1250. Die Hälfte sind 1250. Müssten die Hälfte ja 625 sein. Das heißt, auf die 1250, 625 drauf sind 1875, okay. Also sind wir noch nicht ganz bei drei Viertel. Da fehlen noch unglaubliche zwei Ticks. Nein, drei Ticks. Drei Ticks fehlen noch. So kann man es auch machen, natürlich. Oh, wir sind bei 5000 Erde schon. Ja. Die Lager füllt sich. Oh, wir sind fertig hier. Ah, schön. Nicht so schön. Ups. Das wollte ich jetzt wiederum nicht.
Also geht doch. Und nicht hier. Ziehen wir dich erstmal maximal groß. Warum geht's hier? Hier geht's scheinbar. Okay, da muss ich mich zufrieden geben. Das war jetzt so. So. Da muss ich gucken, wenn das hier aufgefüllt ist, wie ich das auffülle. Also auch immer die hier oben wieder getrieben haben. Den Schmarrn. So, da kommen sie ja. Meine fleißigen Arbeiterchen. Steine sammeln sich. Sehr schön. Mensch, Leute. Hallo. Tschüss. Luca. Problem. Wieso macht ihr immer so eine Unordnung? Na gut, ich lasse das Micromanagen mal. Wir haben eh mehr als genug Erde. So, hier werden wieder komische Tetris-Puzzles gemacht. Also
Also da haben wir schon mal unseren wichtigsten Tetris-Stein und da haben wir den, den anderen Stein. Die haben sogar angeblich Namen. Dass die sich teilweise gegenseitig die Steine wegnumsen, das finde ich auch nicht so toll. Ja, ich würde gerne am liebsten manuell hier das bisschen weghauen. Einfach damit es nicht mehr im Weg ist. So, jetzt ist da fast nichts mehr. Ja. Noch ein Block, der weg muss. Kannst du übernehmen? Der Rest scheint da drin zu sein. Okay, die Reihe und die andere Reihe nicht. Also der einzelne, die Reihe hier nicht. Sammel du erstmal die Steine, die da liegen, auf. Da. Da. Oh, du hast schon voll, okay. Hier wird gefüllt, das ist gut. Hey.
Nee. So. Jetzt ist hier wirklich von dem obersten nur noch das hier. Ja, am liebsten würde ich den Berg erstmal ebnen, aber da erstens würde das zu viel. Was soll das, Leute? Warum haut ihr schon wieder da unten Steine weg? Ja, was ich sagen wollte, zum einen ist das zu viel Arbeit. Zum anderen ist der Berg einfach zu unförmig, um ihn einmal einzuebnen. Es ist wirklich effektiver, ihn einfach abzutragen und ein bisschen zu micromanagen. Und ja, es ist mal wieder dunkel. Wir sehen allerdings doch nicht den Corrupt Moon. Und ja, auch wenn es schwebende Inseln sind, muss das ein runder Wasserplanet sein. Wenn die Wolken da hinten im Wasser zu verschwinden scheinen. Und wir dieses Ding hier haben, aber irgendwo muss die Sonne ja hin verschwinden und der Boot aufgehen. Ja, und ich freue mich schon für die Aussage wieder auf die Hasskommentare der Flat Earthers. Die wahrscheinlich auch nie kommen werden, weil zum Glück keiner von denen meine Videos anguckt. Hoffe ich jedenfalls mal. Ja, hier werden wieder ziemlich interessante Gebilde gemacht. So, klappt das mit euch hier? Ja, scheint zu klappen. Wenigstens ist die Nacht gerade hell. Ja, sie haben so eine Art Ausrufezeichen gemacht. Ja, unsere künstlerisch begabten Wigtwots. Okay, ich würde aber sagen, wir speichern mal wieder für heute. Wir kommen ja recht gut voran eigentlich. So, und da gibt es einen Cut. Also, bis gleich.